Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei dem Krieg der Vergeltung Reloaded. Wir bekommen Besuch von Tyrion. Er hat zwar keine besonders geile Armee dabei, aber aus irgendeinem Grund ist das Spiel trotzdem der Meinung, dass uns hoch überlegen ist. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das Spiel sich mal wieder irrt. Tja, wir schauen mal, was wir machen können. Auf jeden Fall beziehen wir jetzt erstmal Stellung hier. Es scheint zwischen einem Talkessel und uns stattzufinden. Also die Schlacht. Die einzigen, die halt wirklich bedenklich sind, sind die Phönixe. Oh, wir sehen sogar ein Löwenstreitauto. Ja, okay, also. Es sind schon einige Quality Units dabei. Ich hoffe einfach, dass unsere überlegene Feuerkraft das Problem lösen kann. Aber momentan ist das Spiel sehr pessimistisch. Es kann gut sein, dass wir jetzt hier schon wieder mal eine Abreibung bekommen, die sich gewaschen hat. Wir machen das jetzt hier tatsächlich mal so. Hier in die Engstelle. Und ein paar Jungs müssen das jetzt halt einfach hinten abwehren, ne? So, okay. Die Artillerie lassen wir hier Stellung beziehen. Na komm. Hallo. Warum kann ich dich da nicht hinziehen? Jetzt geht's, okay. Also ich hoffe einfach, dass die Dinger jetzt halt einfach da ballern, was das Zeug hält. Ihr geht da nochmal weg. Ihr macht jetzt hier tatsächlich hier die Nummer 2. Nummer 1 stelle ich dahin. Was dünn besetzt hier. Aber ich kann nicht da noch davor stellen. Als Nummer 3. Okay, ich versuche jetzt irgendwie die Fernkämpfer damit einzubinden. Das macht die Sache jetzt hier umso knackiger. In die Nummer 3 rein. Und ihr macht hier die Nummer 4. Wo ich auch noch nicht so recht weiß, wohin mit euch. Okay, starten wir mal die Schlacht. Ihr geht noch dahin. Weaver kann die Artillerie schon mal schießen, was ja schon mal ein guter Anfang ist. Okay. Ihr geht noch dahin. Ihr dahin. Artillerie schießt auf jeden Fall schon mal tough. Und jetzt kommen da die miesen kleinen Vögelchen angeflogen. Ich scatter die jetzt hier mal so ein bisschen. Aus Gründen, die ihr gleich sehen werdet. Denn die kommen jetzt hier an. So, jetzt versuche ich die hier wegzuballern. So, da sind sie. Jetzt ballern wir mal das Vögelchen hier weg. Das Vögelchen hier macht jetzt eine Menge Ärger. Ach, greift ihn an. Ja gut, dann. Ich warte, bis die da sind, oder? Nee, ich mach's jetzt direkt. Boah, das hat denen gut Schaden gemacht. Sauber, sauber, sauber. Blöd ist halt, dass dieser dämliche Vogel hier immer noch rumfliegt. Oh ne, da kommen sie. Die Löwenautos sind da.
Und jetzt sind die hier da mit drin. Ach Gott. Ich hasse diese dämlichen Vögel. Mhm. Also auf jeden Fall ist der Vogel hier gleich schon down. Das ist ja schon mal ein Anfang. Aber der hat immer noch genügend Hitpoints, um jetzt hier weiterhin Ärger zu machen. Und sie haben noch so viele Fernkämpfer. Ist der Vogel jetzt endlich down? Jawohl, der ist down. Und jetzt schießt ihr bitte auf diesen blöden Streitwagen hier. Ja, die brechen hier halt einfach durch, ne? Und die sind halt Anti-Infanterie, ne? Das ist halt das Beste, was er ins Feld werfen konnte gegen uns. Das ist ein Problem. So, der Streitwagen fängt an zu fliehen. Das ist top. Das heißt, ihr könnt jetzt hier wieder Stellung beziehen. Ihr schießt auch auf diesen Vogel da. Der wird sich nicht mehr wirklich sammeln und großartig Ärger machen können. Aber dafür geht unser König jetzt down. Oh, da ist es gerade passiert. Verdammt. Ah, schade. Nicht so geil. Okay, es ist ärgerlich, dass sie es am Ende doch noch schaffen, uns jetzt hier wieder rauszuprügeln. Da müssen wir, glaube ich, noch einiges machen. Also selbst die Langbärte sind einfach nicht so geil. Eventuell tun es halt auch einfach die normalen Armbrustschützen nicht mehr. Ne? Kann ja gut sein, dass ich damit halt einfach die falsche Unit hier genommen habe. Ich kann es aber momentan einfach nicht safe sagen. Auf jeden Fall lasse ich es jetzt hier gerade eben erstmal nochmal fröhlich schießen, solange sie noch können. Lange können sie ja nicht mehr, weil die Phönixe räumen sie weg. Schade. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, wir hätten mehr Chancen. Das gilt auch als mannhafte Niederlage. Ja, alles was billig ist, haben wir weggeräumt. Den Rest haben wir nicht geschafft. Nicht mal die Löwenstreitwägen haben wir wirklich nachhaltig besiegen können. Da haben wir gerade mal zwei Modelle gekillt. Schade. Sehr, sehr schade. Ja, und Tyrion ist und bleibt halt einfach eine Marke für sich. Gerade mal zwei Einheiten gekillt, aber immerhin habe ich diesen einen Phönix hier auseinandergenommen. Was, sie haben es nur geplündert? Das macht es jetzt aber echt ein bisschen lame. Finde ich. Er ist einfach nur drüber gerollt. Ey, ja gut, er wird es wahrscheinlich... Irgendjemand wird jetzt Tor Dranil einnehmen. Aber wir sehen auch, das war kein Vorstoß, der uns wirklich was gebracht hat. Ultuan ist und bleibt nach wie vor ein ziemlich komplexes Pflaster. Wie ich finde. Sehr komplex. Das nimmt man nicht so ohne weiteres ein. Das merkt man ja schon, wenn man als Hochelf kämpft, dass es nicht so ohne weiteres möglich ist. Was will denn Marienburg? Will einen Nicht-Angriffspakt. Da bin ich dabei. Damit kann ich arbeiten. Und das ist jetzt die Rebellion der Ritter des Sonnenordens. Nee, nicht Ritter des Sonnenordens. Ach man, ich verwechsel immer. Ihr wisst schon, wer ich meine da. Averheim. Averheim war das, genau. Eine Averheim-Rebellion, die jetzt hier das Städtchen angreift. Ich habe zum Glück schon Mauern gebaut. Was mir hoffentlich jetzt hier die Möglichkeit gibt, das Ding hier zu halten.
Ist halt auch einfach nur grenzdebil, was jetzt hier gerade eben passiert, ne? Rebellen aus Averland greifen jetzt hier uns hier in Grenzstadt an. Na gut. Wenn Sie meinen, ne? So, ihr stellt euch da hin. Ihr stellt euch da hin. Du gehst hier ins Zentrum. Dann hätte ich gerne ein paar Miners hier. Euch hätte ich gerne hier. Und da kommt ja auch nicht viel. Ah, ich sehe, was da kommt. Ne, dann stelle ich die hier hin. Euch hätte ich gerne hier. Euch hätte ich gerne noch hier. Und euch hier. Und dich noch hier. Ach, ich habe noch was. Ich habe mehrere Artillerien. Guck mal, wie weit die ballern können. Eigentlich weit genug. Okay. Eigentlich können die das gar nicht schaffen. In Anbetracht dessen, was die haben. Ich meine, die Pistoliere kommen jetzt hier an und die haben keine Chance jetzt hier gegen den massiven Beschuss jetzt hier von der Mauer. Lass ich jetzt einfach totschießen. So, bum, 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 bum. Da geht die erste Einheit und da geht jetzt gleich die zweite Einheit. Und jetzt schießen wir die Schwertkämpfer zusammen. Der Held bekommt ja auch sein Fett weg. Da ist tatsächlich ein Turm zerstört worden. Ich bin überrascht. Wir haben tatsächlich einen Turm zerstört. Warum schießt du eigentlich nicht? Kannst du da auch hinballern? Nee, kann niemand hinballern. Seltsame Sache, dass wir machen das so. Das Tor geht ja eh auf, ne? Da kann ich wenig dagegen tun. So, die sind jetzt hier oben. Das Tor wird hier ebenfalls aufgeballert. Kannst jetzt ja auch gleich mit runterkommen. So, du gehst da noch mit hin. Die Kanonen da jetzt einfach runterwirken lassen, wenn die sowieso reinkommen, wisst ihr? Die Longbeards führe ich jetzt hier mal ran. Und dann Attacke. Und schon ändert sich plötzlich hier die Darstellung der Verluste. So, die Schwertkämpfer kassieren hier ebenfalls. Oh, das Mäulchen ist jetzt offen. Jetzt bin ich gespannt, ob sie tatsächlich attackieren. Okay, da ist jetzt der Feldherr des Imperiums, der jetzt hier gerade den gesamten konzentrierten Beschuss abbekommt. Yeah, und die Kanone hält volle Kanne drauf. So, das war's. An der Stelle hier. Natürlich ballert er da deren Artillerie rein, aber muss schon hart sein, ey. Das muss echt hart sein. Sag mal, kannst du das da hinten eigentlich treffen? Ganz voll cool. Das ist knifflig. Also von hier aus müsste die Arti treffen können.
Oh, warte mal. Geht mal da ein. Da kommt ja wieder was an, was unbedingt Ärger haben will. Und da vernichtet sich jetzt hier gerade eben ihr komischer General. Aha. Sie hätte immer hier reinfliehen können. Das ist halt einfach so obermies. So, komm, 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 Pistoliere. Jetzt gebt's endlich auf. Okay, sie sind vernichtet. Stehen kurz vorm Army los beim Gegner. Ich komme halt auch hier kein Stück voran, ne? Ich drehe die jetzt hier tatsächlich so ein. Sag mal, was ist denn das für ein Ping-Pong, was die hier spielen? So, da ist der Army los. Ich lasse jetzt noch meine Armee schießen, so viel sie kann. Dann sind die Rebellen hoffentlich auch endgültig zerstört. Aber das war jetzt relativ easy. So, komm, mach die da oben noch weg. Die haben es verdient. War denn das da gerade? Warum ist da gerade ein Treffer passiert? Ich weiß es nicht. Dumm, 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 dumm. Ja, passt schon. Heldenhafter Sieg, ach echt? Sehe ich ja irgendwie anders, dass das heldenhaft war, aber man kann natürlich darüber streiten. So. Also, okay, doch zugegebenermaßen. Aber dass das jetzt mal wieder ein heldenhafter Sieg ist, das, ruft Fragen auf. Also zumindest was die anderen Siege angeht, die angeblich dann manchmal so knapp sein sollen, ne? Aber die werden wiederkommen. Die werden wiederkommen. Das ist jetzt schon klar. Wow, wir sind dran. Ja, die sind leider verwundet. Nagarite wurde hier Todranil ausgeraubt. Technologie stehlen Erfolg. Du rekrutierst hier immer noch. Hier passiert immer noch nichts. Du hältst hier einfach die Stellung. Ihr rekrutiert hier ebenfalls noch fröhlich vor euch hin. Ja, ich denke, ich gebe ihm halt trotzdem auch mal die Mauerbrecher-Ausbildung. Einfach damit wir da auch auf die höheren Verlustverstärkungsraten kommen. Paraderune bitte rein. Ja, ihr bleibt jetzt einfach noch ein bisschen Teufress. Braucht noch ein bisschen, bis es cool wird. Die Ascheberge kann ich jetzt hier auf Stufe 3. Hallo? Ascheberge bitte auf Stufe 3. Auch hier hat ein Held die Möglichkeit eines Aufstieges. Tödliche Klinge. Ja, das reiße ich jetzt einfach ab und lasse es hier so stehen. Ne? Sehe ich nicht ein, dass ich da auch nur einen Finger krumm mache, um das nochmal zu retten. Ohne eine Armee da drin ist das herzlich nutzlos. Dich lasse ich jetzt ja auch hier drin stehen. Wir freuen uns auf eine Vergrößerung von Nagashizar. Er hat jetzt hier seine Hammerträger. Und bleibt da einfach. Er bleibt hier einfach. Er bleibt hier einfach. Er bleibt hier. Ja, wie gesagt, die müssen ja regenerieren. Und er macht sich jetzt hier auf den Weg. Ich will ja eigentlich diesen Kram hier auch mit einsammeln. Deswegen segle ich jetzt erstmal dahin. So, du alter Eisenhammer. Jetzt regenerieren sie erstmal ganz, ganz kurz nochmal ein paar Routen in Saraxil und dann gehen wir mit denen ebenfalls weiter. Mhm. Na also. Wenn ich jetzt hier noch mehr Kohle machen. Das hier braucht noch 3 Turns. Und
Ich will jetzt gerade eben noch mal was gucken. Dadurch, dass ich jetzt ja den anderen verloren habe, kann ich jetzt einen neuen Kommandanten rekrutieren? Das ist halt immer noch weird, ne? Also ich verstehe das nicht, was da los ist. Beim besten Willen nicht. Dracheninsel, ne, da mache ich nichts. Eden. Baue ich jetzt hier beim Schrein des Asurian die Verteidigungsmaßnahmen aus. Hier kann ich nicht mehr machen, als die Flamme des Asurians, ja, einfach zu haben. Ich kann nichts Großes mit ihr tun. Das hier spare ich mir. Rippengrat spare ich mir ebenfalls. Das hier spare ich mir. Spare ich mir. Boah, dass er halt immer gleich so einen ganzen Sprung da machen muss. Östliche Düsterlande, da kann ich noch das da ausbauen. Das hilft mir auch nicht wirklich weiter. Okay, östliche Düsterlande. Dann haben wir hier noch beim Grauen Gebirge Möglichkeiten. Jawohl. Sehr gutes Zeug. Und bei den östlichen Grenzgrafen, so rum, genau, bauen wir doch das da rein. Alles klar, dann haben wir alles Wichtige getan. Außer vielleicht nochmal die Diplomatie zu checken. Die sich. Oh, ich bin schon stark hier Rang 2 geworden. Die aber auch nichts geändert hat, ne? Nee, da ist nichts möglich. Er findet mich immer noch top. Ihr mich immer noch flop. Oh Gott, geht da jetzt vielleicht doch was? Okay, es ist immerhin nicht mehr rot. Ich bin jetzt also auf jeden Fall sehr hoch. Das heißt, wenn ich ihm jetzt Geld anbiete, macht er es vielleicht. Komm, ich biete mal 3000 an. Ich muss ihm wahrscheinlich 8000 anbieten, dass er auch nur darüber nachdenkt. Ich schenke ihm einfach mal 8000. Tja, Pfeil geht trotzdem nach unten. Gut, liebe Leute, dann sage ich mal danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Macht's gut. Tschüss und ade.